machen, schnell. Jetzt Stiebitz. Jetzt muss ich nicht am. Junge. Hä? Ich muss noch Falco anhören. Das hier nicht, da krieg ich nachher gleich noch euer Copyright Claims. Aus! Junge! Corona! Was haben wir vergessen? Spanjorde, ich geh kotzen, Alter! Mann! Spanjorde! Mir ist es noch gerade eingefallen, mir gerade eben eingefallen. Das kann doch nicht sein, ey! Ich gucke, dass ich irgendwie vor Hochkant reinkriege, die letzten zwei. Volle gut warm, Alter. Ey, da kratze ich ab, Junge. Mann! Raus, fast 40 Grad, Junge. Nein, nein! Nein! Oh. Ja, alles äußerst rückenschonend und. Wenn man merkt, was hier alles dahinter steckt, dann lernt man erstmal jeden Schluck Milch im Kaffee zu schätzen. Wa? Mhm. Hat sich nur der Ohren so eine arme Seele geplagt, Junge, und hat ja einen Anhänger beladen und entladen. Yes. So, jetzt geht's dahin. Ja, mach das. Wir werden sehen, was wir schaffen. So. Brumm, brumm. Wo steht denn die Sau? Ah, bestimmt unten, mach. Oh, das wird doch eine Weltreise. Das ist der Chef, die Dinger. Dass wir hier unproduktiv rumfahren. Dürfte es ja nicht noch mal frisst. Wow. Junge! Ja. Für euch ist das, was wir hier alles holen. Bleib ruhig, meiner, ich tue dir nichts. Schnell. Jetzt Stiebitz.
Das muss ich nicht haben. No, Freunde. Junge. So, gucken wir schon mal. Hier ganz wichtig, Tür immer zu. Nicht, dass man heute so Vollinger vorbeikommt und da die Tür wegrasiert. Oder man selber, wenn man mit offener Tür fährt, ist genauso scheiße. Schon oft erlebt damals auf dem Bau, dass so vom Radlader oder Bagger die Türen zu Bruch gegangen sind. Wie jetzt? Ich dachte schon, ey. Extra nochmal her gefahren, das wäre es ja gewesen. Das wäre es ja gewesen, ey. Geht das nach innen auf? Sieht so aus, ne? War ja noch nie. Das hier ist ja ein bisschen Strohlager. Für unsere Herefordrinder. Macht der Chef auch ganz lecker Zeug von. Burger Patties und alles mögliche. Ganz feine Sache. Haben wir letztens welche gesponsert gekriegt. Ein feiner Schachzug vom Chef. So, jetzt geht's da hin. Schon mal in Position bringen. Der Kollege mit dem Lader ist auch gleich da. Da liegen Quaderballen noch rum. Sind kaputt, dann nehmen wir den einen nachher noch mit und hier hinten die. Und sollte gut sein. Das reicht das noch. Hydraulik ist auch weit unten. Not so gut, wenn da mal eine Bodenwelle kommt. Oh, ein Kollege ist auch da. Yes! Oh, das ist ein Scheiße, Alter. Junge, ich kenne das vom Bau alles hier hydraulisch. Oh, hier ist nichts hydraulisch, alles per Hand. Junge! Warte, 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 warte. Wir müssen weiter zur Seite. Ah. Machst du oder was? Oder soll ich? Gut. Willst du noch ein bisschen Falco anhören? Nee, das geht nicht. Da krieg ich nachher gleich wieder euer Copyright Claims. Aus. Junge, auf der Welt, wie gut lang gefahren bin, also die Hölle, ja.
Ja, ich hab's gesehen, ja, alles verschoben. Junge, Corona. Was haben wir vergessen? Spanjorde, ich könnte kotzen, Alter. Mann! Gucken, dass wir es so hinkriegen. So ein Mist. Spanjorde. Ich weiß, es ist mir auch gerade eingefallen. Ist mir gerade eben eingefallen. Boah, Alter, das ist warm hier in der Karre. Boah, ist ja volle Bude warm, Alter. Da kratze ich ab, Junge. Mann. Draußen fast 40 Grad, Junge. Anhänger noch nie Stroh transportiert. Ich weiß nicht, wie viel hier drauf passen und wie man es am besten lädt. Wir haben ja einen Strohballenwagen, also einen Ballenwagen, aber da ist gerade das Rührwerk drauf. Es muss also mit dem gehen. Aber scheint zu passen. Die haben sich erst dabei gedacht, wo sie das Ding gebaut haben. Komm, rutsch runter. Die letzten würde ich versuchen, vor Hochkant hier reinzukippen. Weißt du, dass wir die Blanke noch zukriegen, weil sonst kriegen wir ja die Blanke nicht zu. Und die Blanke muss ja hoch, weil sonst kann ich nicht lenken und so kann ich auch nicht rumfahren. Da gibt es Ärger. Fünf Stück müssen wir mitnehmen. Die zwei und dann noch eben von hier, war den ganzen dann. Den müssen wir dann oben drauf packen. Der hier ist kaputt, ja? Ja, ich denke mal, ja, den lassen wir hier erstmal. Den kaputten lassen wir hier. Ja. Ich gucke, dass ich irgendwie vor Hochkant reinkriege. Die letzten zwei. Warte. Bisschen Tetris spielen, dann passt das schon.
sagt so ja lieber, dass die jetzt nebeneinander liegen, bist du besser weg. Schlimmste, was jetzt passiert, hätte passieren können, ist, dass die Ballenfatten alle mit einmal reißen. Es ist unwahrscheinlich, dass alle mit immer kaputt gehen, aber dann hast du Highlife, dann hast du hier Stroh liegen, ja? Was doch so ohne weiteres nicht wegkriegst. Liegen die nämlich auch so, dass sie nicht weg können. Das ist nämlich vorne wie eine Kante, hinten wie eine Kante. Und dann jeder ist auch mal die paar Meter ohne Spanjord. Vor allem fahren wir ja nicht so schnell, wir fahren jetzt nicht. Katastrophe. Ach nein. Ein neues. Ah, so geht's besser. So geht's besser. Den Trecker schnell vor, den anderen unaufgeladen. Willst du den Ball da hingeschmissen hat, oder? Schau euch so voll länger.
Das muss ich noch rausschneiden, das darf keiner sehen. Perfekt ausgenutzt den Platz. Da kriegen wir noch 5 drauf. Wenn wir einen Spanier mit hätten. Haben wir aber nicht. So. Nehmen wir das. Da soll ich einen Lader nehmen. Kriegen wir es vielleicht rangedrückt. Eieieiei. Perfekt. Gut. Was musst du dazu oder soll ich zu machen? Ich habe ja einen Schlüssel. Ich mache zu. Ich fahr raus, warte bis du raus bist, dann mach ich zu. Oh, der Stroh hier. Bisschen sinnig machen. Der eine Bein gleich wieder unten liegt. Oh, der Rucksack aber. Schnell fix zumachen und dann geht's los. Fertig. So gut jetzt hier.
weniger Angst wegen dem Platz, das passt alles schon, aber immer aufpassen, dass die Schose nicht kippt. So Drehschemel-Anhänger neigt immer dazu, über die Vorderachse seitlich zu kippen. Wenn die Kurven zu eng fährst, dann geht's gleich runter, schräg. Oh, ganz böse Falle. Also hier bin ich auch noch nicht lang gekommen. Aber der Kollege wird schon wissen, wo es lang geht. Ich hätte ja eigentlich vorne lang fahren können. Mit meinem Gerät. Junge, der Rucksack. Deswegen soll man rückwärts aus dem Dreck aussteigen. Schnall ist seine Berechtigung. Hoppala, wenn die flogen. Ja, macht eben keiner, ja. Weil es schnell gehen muss. So. Jetzt komm her hier. So, hier müssen wir auch noch zumachen. Und dann geht's weiter. Das ist ordnungsgemäße Ladungssicherung hier. Das ist was für Schulvideos. Oh, oh. Ja, alles äußerst rückenschonend und. Ziemlich Kraft davon. Warte. So, hier kannst du schon loslassen. Wenn man merkt, was hier alles dahinter steckt, Junge, dann lernt man erstmal jeden Schluck Milch im Kaffee zu schätzen, wa? Mhm. Hat sich nur der Ohren so eine arme Seele geplagt, Junge, und hat hier einen Anhänger beladen und entladen. Yeses. So, jetzt geht's an ihn. Ja, mach das. Wir werden sehen, was wir schaffen. So. Ja, ist doch gut, Mann. Oh, Alter. Der Luftvorrat. Und nicht im Grünen. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt reicht. Wahrscheinlich reicht es noch nicht. Doch, es reicht. Guck an. Brumm, brumm. Wo steht denn die Sau? Hast du die schon gesehen noch irgendwo? Aha, bestimmt unten, wa? Da unten stehen. Oh, wird eine Weltreise. Dass der Chef sieht, Junge. Dass wir hier unproduktiv rumfahren. Jesus! Warum sind die hier? Ja, auf jeden Fall.
So. Biebe ich nicht um. So. Ich kann ich mal aus, gucken mal hier rein. Ja, von mir aus. So, das kommt jetzt darüber. Die Gabel ist ja wieder verbogen. Da müssen wir gucken. Zum einen Anhänger nicht kaputt machen, aber zum zweiten auch die Strohballenfaden ja nicht zerstören. Oder? Ein bisschen Dunst aus der Pedale nehmen, das macht sich besser. Reagiert ja ein bisschen feinfühliger. Ja, die müssen wir auch noch umburzeln. Die haben wir ja mit Absicht hier vor Hochkant reingeladen, damit wir die Blanke zu kriegen. Das hat nämlich genau gepasst. Zweite Licht auch. Den werden wir davor backen, weil der ist nämlich ein bisschen unförmig. Oh ne, den machen wir oben drauf. Genau, weil es ja eh der letzte hinten. Das passt.
Rückwärts. So, das war das. Was hast du? Ja, aber wer ist das zweite Mal neu geworden heute? Guck mal hier, was ich hier Schönes hab. Geht mal weg, Kühe. Na was denn jetzt? Mensch, Viecher.
Guck mal hier. Hier. So, jetzt kehren wir das Zeug noch schnell runter und dann sind wir ja mit Stroh erstmal fertig. Hier sind die großen Kaliber. Ja, ist ja gut. Ich wollte euch nicht hochscheuchen. Die sich irgendwann zu lecker Steak und Burger Patties verwandeln. Aber wenigstens haben sie hier ein glückliches Leben, wa? Schön mit Weide, Stroh, Freiluft. Alles schick. So, da sparen wir uns doch den Arbeitsschritt hier. Schönes Stroh, fast so gut wie Vlies. Gerstenstroh ist berstig. Es juckt wie Sau, Gerstenstroh. Ja, ja. Schieb. Bring ich das erstmal zu der Kühe. Und dann müssen wir nur noch hier unten das ein bisschen wegmachen. Dass er nicht einen Arm abfrisst. Ja. Macht er bestimmt. Das ist ein Atzen, Junge. Ja, ist gut. Komm, klappen wir noch schnell die wunderschöne Planke hoch. Und dann stelle ich den Anhänger vorne hin. Hier, ja, wo mein Motorrad steht. Junge! Den Lader stelle ich jetzt schnell rein. Thank you.
So, den Conoff Drehschemelanhänger mach schnell weg. Der wird hier vorne an der Seite gestellt. Was? Ist schon offen? Ja. Ja, ja, ja. Ah, jetzt bin ich taub, Junge, auf dem rechten Ohr. Fang mal zu. So. Anhänger steht, wie er steht. So, jetzt stelle ich Fury rein, wa? Und dann widmen wir uns den John Deere Maker. Mensch, da brauchen wir doch die Gabel, dass wir den anheben können. Also fahre ich mit der Scheiße gleich vor. Nehmen wir uns einen Schlupf und dann heben wir das Ding mal ein bisschen an. Ein bisschen was hiervon haben. Ein bisschen Heu. Kriegt da noch ein bisschen mehr, habt ihr Glück gehabt. Ach so, Silageballen, ja. Ja, das habe ich von euch gemacht. Jemand da drüben? Nee. Klohe, da wird schon das nicht trauen. Da denkt ein anderer Bulle ist auf der Weide, Junge, und rastet aus, Junge, da eskaliert's. Mal sehen, was schlimmer ist. Wahrscheinlich der Bulle. Da wird seine Töne, ne?
Stimmt. Eine Tonne Burger Patties. Da jetzt euch ein. Ich habe Ärger gekriegt. Neugierig.